Pascal Wellinghoff. Hallo, hier ist Oliver. Oliver, was kann ich für dich tun? Ich brauche deine Hilfe. Das ist meine Aufgabe als dein Assistent. Ich kann heute erst später ins Büro kommen. Private Gründe. Kein Problem. Ich versuche, die Stellung zu halten. Falls die Firma Bayer und Sohn anruft, sag ihnen, dass wir ihren Kreditantrag wohlwollend prüfen. Richte ich aus? Wenn mich sonst irgendjemand sprechen will, dann vertröste sie einfach auf morgen. Da bin ich wieder im Hause. Internationale Bankenkonferenz? Gute Ausrede. Da erkennt man den Profi. Ich kann dich leider nicht ersetzen, aber ich bemühe mich, dich würdig zu vertreten. Da habe ich keine Sorge. Ich danke dir. Es ist doch schön, plötzlich einen Bruder zu haben, der einen bei der Arbeit auch noch unterstützt. Komisch ist es für mich schon. Bruder und Assistent. Ist ein bisschen viel auf einmal, findest du nicht? Wenn ihr erst länger zusammenarbeitet, werden deine Bedenken bestimmt bald verflogen sein. Ich hoffe es. Gespannt bin ich jedenfalls schon. Bianca und ihre Großmutter müssten jeden Augenblick kommen. Ich würde sie gerne empfangen. Ich komme danach, um sie zu begrüßen, ja? Herzlich willkommen auf Gut Wellinghoff. Oh, das ist ja eine Begrüßung wie bei der Queen. Sie sollen sich hier wie zu Hause fühlen. Darf ich's wagen? Meinen Arm und Geleit ihr anzutragen, bitte. Moment. Oh. Wir müssen wieder nach Hause fahren. Wieso denn das? Ich habe meinen Gutschein vergessen. Vielleicht ist er ja im Auto. Tata! Ach, Gott sei Dank bin ich ja noch nicht ganz verkalkt. Wir hätten Sie auch ohne Gutschein empfangen. Ach, da bin ich ja beruhigt. Darf ich Sie jetzt ins Haus bitten? Frau Wellinghoff erwartet Sie in der Halle. Danke. Das Abenteuer kann beginnen. Na dann, festhalten. Das Leben ganz und gar im Augenblick stattfindet. Wenn es einem gelingt, alles andere zu vergessen, dann erreicht man vielleicht das Leben an sich. Sie sind da! Was jetzt schon? Sie werden gerade von Frau Wellinghoff begrüßt. Ich sehe, Sie haben ja doch noch ein Rezept gefunden. War ja auch eine schwere Geburt. Ja, und ich habe keine Ahnung, ob das Frau Berger schmeckt. Wunderbar. Ja. Hallo zusammen. Oh, hallo. Meine Großmutter wollte unbedingt zuerst in die Küche. An diesem Bianca. Duft kommt man doch gar nicht vorbei. Tag, Frau Berger. Herzlich willkommen in meiner Küche, Frau Berger. Oh, hier riecht es doch wie im Schlaraffenland. Ja, es gibt Saltimbocca alla Romana. Dazu Brokkoli-Auflauf. Na, Ihre Nase möchte ich haben. Ihre ist doch viel schöner. Und Ihren Humor. Dazu gibt es frischen Salat mit roter und gelber Paprika, Sellerie. Ach, das habe ich doch seit Jahren nicht gegessen. Bismarck-Heringe? Mit einer Prise Muskatnuss. In Kräutersenfsoße nicht zu vergessen, Kerbel. Und Estragon darf auf keinen Fall fehlen. Genau. Ich setz schon mal die Kartoffeln auf. Und ich öffne das Glas. Gut, machen wir es so. Na? Noch müde von der kurzen Nacht? Überhaupt nicht. Und du? Ich bin total fit. Oh, die riechen aber schön. Was sind denn das? Das sind Gerbera. Die sehen so schön aus. Wieso interessierst du dich plötzlich für Blumen? Na, wenn man so viel miteinander zu tun hat wie wir, da sollte man sich für die Dinge des anderen interessieren. Tu dir nur keinen Zwang an. Entweder du interessierst dich wirklich für Blumen oder du lässt es besser. So eine schöne Nacht wie gestern habe ich noch nie erlebt. Dann sollten wir sowas öfter veranstalten. Hm? Oh ja. Ich habe mich in deinen Armen ganz wohl gefühlt. Sophia,
Höre ich da etwa andere Absichten? Sven, glaubst du nicht, dass du und ich... Sophia, Freunde sein ist viel mehr wert als eine halbgare Liebesgeschichte. Als Freund bin ich immer für dich da. Wirklich? Na klar. In der Küche ist es doch immer am gemütlichsten. Ja, wenn man nicht gerade kochen muss. Köstlich. Was denn? Kein Hering? Nein, danke, danke. Aber den sollten Sie unbedingt probieren, der ist absolut lecker. Ja, das glaube ich. Aber mit Heringen können Sie mich jagen. Als Kind musste ich die mal essen. Mein Bedarf an Heringen ist eins für alle Male gedeckt. Wollen Sie dann nicht lieber Bärbelsalz den Bocker probieren? Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich fall schon nicht vom Fleisch. Und du? Habe ich dich auch mit Heringen traktiert? Zum Glück nicht. Immer wenn es Heringe gab, hast du mir ein Rührei gemacht. Inzwischen esse ich die ja schon fast gerne. Hätten Sie ein kleines Schnäpschen für mich? Hering muss schwimmen. Ups. Ihr auch? Nein, danke, für mich nicht. Nicht im Dienst. Auf das, was wir lieben. Auf das, was wir lieben. Was wir lieben. Auf das, was wir lieben. Auf einem Bein steht sich schlecht. Oh. Diesen Spruch sollte man sich besser verkneifen, wenn man im Rollstuhl sitzt. Sie kriegen trotzdem noch einen. Ich auch. Prost. Sie sich nicht wohl? Oh, nee. Ich habe bloß ein paar Heringe zu viel gegessen. Das schöne Herbstwetter ist extra für Sie. Ich liebe diese Jahreszeit. Dieses Licht und diese umwerfend intensiven Farben. Ich mag es, wenn das Laub so unter den Füßen raschelt. In dieser Jahreszeit wünsche ich mir immer besonders, eine Malerin zu sein. Um diese wunderbaren Stimmungen einzufangen. Oh, ein Ahornblatt. Das Symbol von Kanada. Ein faszinierendes Land. Sie kennen Kanada? Ich war mit meinem Mann dort. 4 Wochen sind wir kreuz und quer herumgefahren. Es war eine wundervolle Zeit. Ihr Mann? Er ist schon lange tot. Er ist im Herbst gestorben. Und seitdem wollte ich auch im Herbst sterben. Wann kommt denn Ihr Kind auf die Welt? Im Frühling. Oliver und ich können es kaum noch erwarten. Ich genieße jede Sekunde, die unser Kind in meinem Bauch heranwächst. Oh, warten Sie. Birnen. Oh. Sven hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir uns eine nehmen. Die haben auf Sie gewartet. Sie sind schwanger, Sie brauchen Vitamine. Und Sie sind unser Gast. Oh, danke.
bist du. Ich dachte, du bist im Park. Ich wollte einen Moment allein sein. Soll ich wieder gehen? Nein, auf keinen Fall. Na? Was grübelst du? Über Kathi. Wieso? Ich verstehe einfach nicht, wie sie mit Omis Sterben umgeht. Was meinst du? Sie scheint die Situation überhaupt nicht wahrzunehmen. Manchmal habe ich das Gefühl, sie ignoriert Omis Zustand vollkommen. Jeder hat seine eigene Art, mit dem Tod umzugehen. Und dann weiß ich auch nicht, was ich selber denken soll. Kann ich es überhaupt aushalten, bei Omi zu sein, wenn sie stirbt, oder möchte ich lieber, dass sie einfach eines Morgens nicht mehr aufwacht? Wenn es soweit ist, dann wirst du wissen, was richtig ist. Ich wollte zwischen zwei Kundenterminen mal kurz vorbeischauen, ob du zurechtkommst. Alles bestens. Und? Ja, ihr steht ja 1A positioniert da. Meine Gratulation. Das war auch ein hartes Stück Arbeit. Ist uns nicht in den Schoß gefallen? Das glaube ich gern. Und jetzt, wo die Wellinghoffs komplett sind, geht es bestimmt noch ein Stückchen aufwärts. Geile Vorschusslorbeeren, bitte. Du willst doch sicher Gehalt haben. An wie viel hast du denn so gedacht? Ich möchte mich hier erstmal bewerben. Dann reden wir auch über ein Gehalt. Geld war mir noch nie so wichtig. Ungewöhnliche Einstellung für einen Banker. Ich bin ein ungewöhnlicher Banker. Wenn du Fragen hast, Maren, Oliver und ich sind bestimmt für dich zu sprechen. Danke, gut zu wissen. Vielleicht brauchst du einen kleinen Vorschuss? Nein, danke, nicht nötig. Ich kann dich wohl mit nichts locken? Doch, aber ich sag dir rechtzeitig Bescheid. Ich muss zu meinem nächsten Kunden. Wir sehen uns dann sicher heute Abend? Bestimmt. Du bist ja wahnsinnig kreativ. Tja, was erwartest du von einem Gärtner? Stuhl, Oma? Wie viele Punkte gibt es? Das Wort gibt es nicht. Natürlich. Steht doch da. Ja, also gut. Wenn es euch nicht gefällt. Rollstuhl-Oma? Na, Rollstuhl-Oma. Da geben wir gerne noch 5 Punkte extra. Und 5 für mich, denn das O kommt von mir.